Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu 7 Days a Day Old Boy in Ravenhurst. Ja, ich habe die Nacht genutzt und habe hier oben in die Decke ein Loch geschlagen. Ja, ein bisschen Pickaxe noch repaired und repariert. Was denn los? Repaired. English for the mess. Haben wir noch Nägel? Ich glaube, das hatten wir alles drüben, ne? In der anderen Werkbank. Dann machen wir jetzt das folgendermaßen. Ich hau mir die Chips rein. Ah, da haben wir noch drei Nägel. Ah, das sind Schrauben. Drei Nägel langen auf jeden Fall nicht. Ah, ich wollte die Stühle zerklopfen. Aber das machen wir später. Ich würde jetzt erstmal hier Treasure Map, das da und... Tja, haben wir noch Platz? Jo. So. Ein ausgiebiges Frühstück mit Chips. Mm. Ich laufe jetzt erstmal rüber zu der alten, achso, geht's ja gar nicht raus, zu der alten Kiste und das war in diese Richtung und hole erstmal meinen Kram da raus, dass ich hier drüben dann einziehen kann. Wie weit ist denn das Wasser hier entfernt? Ah, es geht eigentlich. Hier, da drüben scheint auch noch Wasser zu sein. Hier. Einmal dort in die Richtung über die Straße. Das ist ja schon mal gut. Und dann können wir weiterschauen. Dann werden wir noch ein bisschen auf Loot-Tour gehen. Beziehungsweise auch mal hier die Quest weitermachen. Das ist nur einmal über die Berge. Dass ich meine Klassenquest da fertig mache. Ich habe auch mal geguckt wegen Zeitumstellen. Ich hatte eben mal den Server kurz, oder nicht Server, ich hatte das Singleplayer-Spiel gestoppt. Ich spiele jetzt lokal. Und, sehe ich gerade, dass die FPS gar nicht beschränkt sind. Hm. Hört uns das? Nö. Erstmal so. Mich teilweise auch. 64, 66 FPS, komisch. Sehr schräg. Guten Tag, guten Morgen. Wir kommen hier rüber. Jo, kommen wir. Ganz schön hügelig. In den Berg eine Basis reinbauen, das wäre doch geil, wie bei James Bond, oder? Ja, das würden die ruckzuck kaputt kloppen, so stabil ist das ja nicht. Und natürlich das mit, was hier oben so liegt. Sieht nach Beinbruch aus, den kann ich mir jetzt gar nicht leisten. Also Beinbruch kann man sich nie leisten, aber ich habe jetzt wirklich keinen Bock, mir die Beine zu brechen, um auf dem Rückweg hier noch ein Loch langsamer zu sein. Interessantes Gebiet, muss man sagen, wo wir hier sind. Der Himmel sieht so schön aus, oder? So. Der Morgen sozusagen hier, den man hier so sieht. Screenshot. Wie die Sonne hier aufgeht. Wunderbar hier. Vordergrund macht Bild gesund. Schön. Ja, ich habe mal in die Aufnahmen reingeguckt, also ich sehe da jetzt keinen großen Unterschied zu der alten Art von Aufnahme. Also ich denke mal, das liegt an der Bitrate, dass die Bitrate so hoch ist, dass das jetzt nicht so ist, dass es auf einmal wow ist. Vielleicht ein bisschen schärfer das Bild. Ich lasse es jetzt einfach so. Ich nehme mit dieser Methode auf. Mikrofon ist ein bisschen anders ausgesteuert. Da hatte ich früher manchmal so ein Übersteuern. Das scheint jetzt ganz gut zu gehen. Was freue ich mich schon aufs Katana, wenn wir hier Katana-mäßig durch die Zombie-Horden durchlaufen. Aber jetzt holen wir erstmal hier unsere Sachen. Hier hat man nichts drin, ne? Dann brauchen wir viel Kohle. Können wir uns auf jeden Fall ein neues machen. Oh. 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 Okay, warte mal. Wir müssen kurz entscheiden, was wir hier lassen. Scrap. Scrap. Lithium, Quatsch, kriegen wir später mehr. Den Tannensapfen brauchen wir nicht. Das Essen nehmen wir mit, die Batterie nehmen wir mit, das ist auf jeden Fall alles gut. Den Stuhl brauchen wir nicht. Die Farbe kann mir auch erstmal gestohlen bleiben. Gunpowder kann hier bleiben. Reaper-Frames nehmen wir auf jeden Fall mit, können wir eventuell zu diesem Basenausbau nutzen, wo wir jetzt gerade uns aufhalten. Noch nehmen wir auf jeden Fall mit wegen Kleber. Clay kann weg. Kohle nehmen wir mit.
Brennfeuer brauchen wir nicht. Hm. Was haben wir denn noch? Können wir noch was ausskillen? Ein Skillpunkt haben wir noch. Das war hier auf dem Einkaufskorb, ne? Carry 7 more items. Ne, da brauchen wir einen Punkt. Und hier zwei. Also brauchen wir mindestens drei Punkte, um das dann entsprechend zu machen. Warte mal, vielleicht können wir uns ja hier die Keule schon craften. Haben wir denn Eisen? Das haben wir prinzipiell. Können wir nochmal scrappen. Jo. Glass Selection. Interessant, dass ich zwei Glass Selection Papers habe. Also es kann eigentlich nur ein Fehler sein. Landmine. Ausscrappen. Und bis ich Munition herstellen kann, scrappe ich die auch. Die Schrauben brauchen wir vielleicht später für irgendwas, deswegen scrappe ich die noch nicht. Wer weiß, wie wertvoll die sind, das kann ich im Moment überhaupt nicht abschätzen. Und die Iron Arrowheads, die könnte ich verbauen für bessere Pfeile, ja. So, 164. Jetzt können wir uns einen Reinforced Club machen. Moment, können wir schon bessere Sachen craften? Mal da vielleicht noch einen Punkt zu. Da, Brain. War doch der, ne? Ne, Crafting faster und dann bessere. Ne, guck mal, war hier nochmal Craft. Alles klar. Pfeile nehmen wir mit. Den Knüppel. Der kommt dann hier hin. Und dann humpel ich mal rüber mit meinem völlig überladenen Zustand. So, das kommt auch in die Kiste, das Gammelfleisch. Oh, zwei Punkte. So, Schlafsack ist da. 25 Zombies killen, das machen wir doch. Vitamine, Painkiller, nehmen wir alles mit. Was machen wir denn? Glowsticks bin ich mir unsicher, wofür wir die brauchen. Und das Messer können wir scrubben. Brauchen wir auch nicht wirklich. Wir fackeln. Achso. Wir laufen jetzt einfach. Müssen wir nur da vorne um die Ecke. Haben wir irgendwie, war hier eine Straße hier vorne, die wir mitnehmen können? Wir gucken mal hier bei der Lady vorbei. Wir gucken mal, ob wir hier auf die Straße kommen. Na du? Uiuiuiuiuiui. Das Ding schmackt aber rein. Jo, kann man anbieten. Gucken wir, ob ich hier vorne auf die Straße komme. Ich glaube, hier war eine Straße. Können wir bei der Gelegenheit, also diese Stufen von den Zombies finde ich echt eine gute Idee. Ich bin manchmal sehr überrascht, wenn hier einer umgeht. Ja, das geht auf jeden Fall vorwärts. Genau, Zeit umstellen, hatte ich schon gesagt. Zeit umstellen habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe jetzt, einen Tag sind 60 Minuten. Und die nächste Stufe, die man hier im Singleplayer praktisch umstellen kann, wäre 90 Minuten. Und das wäre mir dann zu lang. Dann habe ich wieder 5, 12 Millionen Folgen, bis ich hier zur Horde-Nacht komme oder ähnliches. Deswegen lasse ich das jetzt einfach so und ja, dann ist das so. Dann machen wir das einfach auf diese Art. Passt ja auch, denke ich, in den Zeiten. Mal gucken. Wie gesagt, Tag 14 ist ja erst Horde-Nacht, also wir haben ja ein bisschen mehr Zeit, uns vorzubereiten. Aber ich denke, die brauchen wir auch. Oder zumindest haben wir es auch in den Entwickler geschrieben, dass man diese Zeit benötigt, um sich entsprechend vorzubereiten. Wenn Texturen geht, übrigens auch, finde ich. Habe ich jetzt schlimmer erwartet. Manchmal da vorhin die Leiche, war vorhin, also für mich vorhin, für euch in der letzten Folge, wo ich in diese Bar eingezogen bin. Ah, die Eier haben gesteckt, deswegen bin ich noch einen Zacken langsamer geworden. Naja, scheiß auf die 6 Spitzen, die sind schnell verschossen. So geht's nämlich noch, aber noch eins mehr bin ich echt völlig lahm.
Ups. Oh. Sag mal, was ist denn? Jetzt geht's doch. Okay, wir brauchen ein bisschen Ausdauer. Hä? Hä, wieso schlage ich denn manchmal durch die Zombies durch? Das war bei dem Hund ja beim letzten Mal schon. Gut, ich habe die ganze Zeit auf dem Server gespielt, ne? Ich habe ja kaum Singleplayer gespielt. Kann natürlich sein, dass sich das unterscheidet. Ja, man muss, glaube ich, ein bisschen weiter weg, sonst schlage ich nämlich durch die Zombies durch. Ja, das ist das. Ich habe so ein gewisses Timing vom Surfer, aber da eine gewisse Latenz ist. Und manchmal sagt man ja, die Zombies haben Gummiarme. Wobei das gar nicht so ist, weil im Endeffekt schlägt man einfach durch die durch. Oh, wir haben ja Federn ohne Ende. Alter Vater. Aber Nester gibt es auch wirklich en masse hier. Kujo. Da ist es. Richtung. Aber somit haben wir auch ein paar Zombies gekillt. Ich meine, 6 Stück haben wir schon. Machen wir den jetzt am Boden hier, würde ich sagen. Na? Ja. Naja, ist wirklich. Man muss einfach von weiter weg zielen. Das ist das. Ich schlage einfach durch den durch. Wahrscheinlich von außen würde ich in dem Zombie drin stehen. Na, wer regt denn hier auf? Auf jeden Fall können wir uns ordentlich Pfeile machen. Hm. Wahrscheinlich hier mein Ziel für diese Folge, einfach 25 Zombies zu killen. Ich will jetzt endlich weiterkommen hier. Was danach kommt. Vor allem will ich erstmal den Kram loswerden. So kann ich mich hier nicht bewegen. Was ist da oben? Was geht denn hier ab? Er hat ja auch gut. Nee, da ist eine Straße. Das ist eine Straße, die da hochgeht. Deswegen steht er da. Ich dachte gerade, was macht denn der Wagen da? Okay, Mona Lisa. Ich will einfach mal ins Haus hängen. Da ist eine Straße, deswegen steht er so. Oh. Deswegen steht er so komisch da. Stuntman. Wie geil ist das denn bitte? Up, up and away. Oh, hier kommst du gar nicht hoch, so steil ist das. Was ist denn hier mit der Straße bitte passiert? Das ist ja völlig gekrumpelt. Okay, wir sind gleich da. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay. Abstand. Okay, um den muss ich mich auf jeden Fall kümmern, aber das mache ich nicht. Mit Bären habe ich ja so meinen Vertrag, ne? Das hat er nie so hingehauen. Und ich will auf jeden Fall hier das Dach freiräumen und einen Homestone setzen. Ich glaube, hier bin ich rein, oder? Da. So, ich werde. Na, geil. Habe ich die Frames dabei? Ja, gut. Huiuiui. So. Machen wir schnell eine Kiste. Ach komm, wir machen noch direkt noch eine. Und nicht nur eine essen in die anderen sonst irgendein Kram.
hier Bastelkram rein. Bastelwaffen machen wir später. Eine Menge Federn bekommen, alles zu Reseln mache ich jetzt auch mal hier rein, Federn auch. Knochen im weitesten Sinne ist ja auch Essen, das ist auch Essen, Tabletten auch. Das machen wir alles da rein. So, nun jetzt hole ich kurz den Kram hier raus. Stone, das lassen wir alles mal im Inventar und die Möhre noch da rein. Bevor das hier nämlich dann irgendwie mal der Peister geht, weil ich irgendwas verrafft habe. So, sieht das doch schon ganz gut aus. Jo. Die schlage ich noch klein. Nice. Sonst kümmere ich mich mal ganz kurz um die Zombies. Hier müssen wir auf jeden Fall noch einen gescheiten Aufgang. Ach, hier ist es zu. Ich helfe mal. Na, du hältst wohl nicht viel aus. Okay, das geht auf jeden Fall so. So, ich wollte jetzt aber erstmal das Dach sichten. Warte mal, wir können das hier mal wegschlagen. Langfristig brauchen wir eine Rampe aufs Dach, weil das mit dem Aufgang wird auch nicht auf Dauer gut gehen. Alles klar. So. Ich meine, wenn die da unten reinfallen, zerdeppern sie mir eh alles. So, Kill Zombies. Ich wollte erstmal aufs Dach. Dazu müssen wir Leitern machen. Dazu brauchen wir Nägel und Holz haben wir. Und dann machen wir hier eine Ladder. Ganz schön lang, gell? So, machen wir gleich die Klappe für oben. Okay. Dann. Da nehmen wir den raus. Und hier machen wir einen Abstand zum Boden. Ach gut. So, da geht's hoch, da kommen wir raus. Das heißt, wir machen hier was hin. Wo ist denn der Bär? Oh, der ist da unten. Thank you.
Ob wir den wegkriegen. Na? Wird schon zum Igel hier. Das würde mich auch nervös machen. Machen wir, wenn jetzt die Pfeile nicht ausreichen. Nice. Brauchen wir schnell ein Messer. Sharpstone Handle. Haben wir noch von den Dingern? Oder hatte man ein Messer? So. Stone Arrow können wir sowieso mal machen. Federn haben wir 250. Da können wir einfach mal durchtauschen. Hatten wir keine? Hatte ich die hier rein, die Gräser? Ah, da. Sticks. Auf der Bär, die spawnt nicht. Ups. So, von hier habe ich es gescrapped, war natürlich sehr sinnvoll. So, war der, da war da vor der Tür, ne? Ja, Bolzen. Der dürfte doch ordentlich Fleisch geben. Sehr gut. Da haben wir ein bisschen Fleisch bekommen. So, langfristig muss hier die Tür zu, dass sie hier gar nicht das Bedürfnis haben, durchzugehen, die Zombies. Und wir brauchen einen anderen Ausgang, beziehungsweise gehen übers Dach, ne? Oh, was ist das? Testosteronextrakt. Oh. So. Dann würde ich sagen, der Rest sieht eigentlich noch ganz gut aus. Die Pickaxe können wir uns nochmal neu machen, genau. Dann machen wir uns einfach eine neue. So, dann gehen wir mal los. Und schauen mal, dass wir noch ein paar Zombies killen. Ist gut. Dann machen wir uns hier einen schönen Aufgang, so eine Rampe, wie wir es beim letzten Mal gemacht haben. Und dann werden wir hier so ein bisschen, warte mal, in den Süden. Wo war der See? Dahin. Dann laufen wir dahin. So, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Meister Petz ist gekillt worden. Wir haben ein bisschen was gecraftet, wir haben so Sachen geholt. Das war alles ziemlich langwierig. Bis zur nächsten Folge von 7 Days to Die, Ravenhearst, der Oldboy. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.